Hallo, ich bin Vera Kahl und das ist der Blattgold Literaturkanal. Heute habe ich euch besondere Geschenkbücher mitgebracht. Ich habe wieder ein paar Kategorien gebildet, einmal für Kinder und Jugendliche, dann habe ich euch ein paar Graphic Novels und Comics mitgebracht, des Weiteren habe ich Kochbücher und dann habe ich noch ein paar besondere Geschenke für euch, die für jeden Anlass passend sind. Ich beginne mit der wunderschönen Bilderbuchreihe aus dem Inselverlag. Little People, Big Dreams heißt die. Und es werden einfach verschiedene Persönlichkeiten vorgestellt. Da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Es geht von Simone de Beauvoir über Jane Goodall, über Stephen Hawking. Also da sind wirklich Martin Luther King, also wirklich für alle Interessenslagen ist da was dabei. Grafisch sehr schön gestaltet, zum Vorlesen und selber lesen. In der Edition Nilpferd ist dieses zauberhafte Bilderbuch Der Eisdrache erschienen, von Trun Harrison und Andrea Offermann. Hier wird in wunderschönen Bildern und zauberhaften Texten die Geschichte eines Eisdrachen erzählt, der von einem Mädchen gerettet wird. Ein magisch schönes Märchen von Mitgefühl, Hoffnung und Liebe. Im Dorling Kindersley Verlag ist das großartige Lego-Spielebuch erschienen. Hier sieht man, dass die Spielsteine enthalten sind, alle möglichen verschiedenen, die können ergänzt werden durch eigene, müssen aber nicht. Für alle Rätsel, knifflige Würfelpuzzle und Turmbauten, die man hier spielen kann, wären also die Spielsteine dafür enthalten. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Jetzt zum Schluss habe ich nochmal drei Lexika, die Kindern bestimmt großen Spaß machen und auch den ein oder anderen Lesemuffel dazu bringen, doch was zu lesen, eben weil sie es interessiert. Zuerst vom Nelson Verlag das Pokémon-Lexikon. Ich weiß, dass meine Kinder das geliebt haben würden. Wir können gleich weitermachen. Von Dorling Kindersley das Star Wars Lexikon Raumschiffe und Fahrzeuge. Das lässt jedes Star Wars Herz höher schlagen. Von David Böhm ist im Karl Rauch Verlag das Lexikon A wie Antarktis erschienen. Es hat dieses Jahr ganz frisch den Jugendliteraturpreis bekommen und ich würde sagen, sehr zu Recht. Es ist sehr informativ, wunderschön gestaltet und es lädt ein, zu blättern und zu entdecken. Jetzt komme ich zu der Abteilung Comics und Graphic Novels. Da habe ich als erstes mitgebracht aus dem bekannten Egmont Verlag Donald Duck in München. Ein Special für München-Fans und Comic-Fans. Ein Spaß mit Donald Duck in München. Ebenfalls ganz neu bei Egmont erschienen ein quasi neuer Asterix, der Goldene Hinkelstein, von den Originalen Goscinny und Uderzo. Aus dem Nachlass. Es ist jetzt nicht in dem Sinn ein neuer Band Asterix, sondern es sind Originalbilder aus dem Nachlass, die ursprünglich mal zu einem Film gehört hätten. Es ist also quasi mehr wie ein bebildertes Drehbuch. Trotz allem denke ich für Asterix-Fans ein Must. Gerade Mangas und Graphic Novels sind eine wunderbare Gelegenheit für junge Leute, sich an englische Texte heranzuwagen. Hier wird eine Liebesgeschichte erzählt von einer jungen Japanerin, die nach England kommt, um Autorin zu werden und sich dort verliebt. Das Ganze hat auch noch einen historischen Hintergrund. Es spielt nämlich um 1900. Goodbye, My Rose Garden ist ein wirklich großartiger Auftakt zu einer neuen Reihe. Von meiner lieben Kollegin Nicola Bräunling. Hallo Nico. Mit angestoßen ist dieses Buch erschienen bei Gräfe und Unzer, Komm in meine Küche. 21 Nationen zeigen hier in Puchheim
Rezepte aus ihrer Küche. Ein Buch, was nicht nur zum Genießen einlädt, sondern auch zu Gemeinsamkeit, Solidarität und Freundschaft aufruft. In der nächsten Kategorie zeige ich euch ein paar besondere und schöne Kochbücher. Hier zum Beispiel die Familien-Campingküche, erschienen bei Gräfe und Unzer. Campen ist ja der große Urlaubshit 2020 gewesen. Und dass man auch beim Campen nicht nur Dosenravioli zu sich nehmen muss, sondern viel, viel mehr großartige Rezepte auch mit kleinen Möglichkeiten zubereiten kann, das zeigt dieses Buch. Hier ein Special für die Münchner und alle, die Kartoffeln lieben. Wer in München auf den Viktualienmarkt geht, kann dort den Kartoffelstand Kaspar Plautz sehen. Und die Macher von diesem Stand haben dieses originelle und wunderbare Kartoffelkochbuch herausgebracht. Kaspar Plautz – Rezepte mit Kartoffeln. Nicht nur für Münchner, aber auch. Rezepte mit Kartoffeln erschienen im kleinen, feinen Verlag Grete und Faust. Von Ella Risbridger ist im Kalwey Verlag dieses Buch erschienen. Die Geschichte beginnt mit einem Huhn. Wer sagt, ach, kochen alleine ist mir eigentlich zu wenig, der ist mit diesem Buch bestens bedient. Denn es geht nicht nur um Rezepte, sondern darin enthalten ist auch eine Geschichte. Und zwar eine Liebesgeschichte. Hier steht, dieses Buch beruht auf drei Grundregeln und ich empfehle dir, sie dir einzuprägen und stets großzügig zu beherzigen. Erstens, salze dein Pastawasser. Zweitens, nimm im Zweifelsfall Butter. Und drittens, mach einfach weiter. Mit diesen Tipps kommen wir immer weiter. Im Ulmer Verlag ist dieses wunderschöne Almbackbuch erschienen. Lutz Geißler ist sicherlich schon einigen bekannt. Er hat schon viele Brotbackbücher geschrieben. Der Trend zum Selbstbrotbacken ist in diesem Jahr sicherlich sehr, sehr groß geworden. Und deshalb empfehle ich allen, die gerne anfangen oder weitermachen wollen mit dem Brotbacken, dieses Buch. Ein Buch zum Backen, Träumen, Freuen und Genießen mit vielen Bildern von der Alm, faszinierenden Ausblicken in eine traumhafte Natur und dazu vielen Brotrezepten. In meiner letzten Kategorie, Geschenke für jeden, stelle ich euch jetzt noch ein paar besondere Sachen vor. Es muss ja nicht immer ein Buch sein, wenn man in die Buchhandlung geht. Es könnte ja auch mal eine Solarlampe sein. Die macht sich im Garten und auf dem Balkon gut. Sie lädt sich auf mit Sonnenlicht und spendet danach wunderbares Licht, wenn man noch draußen sitzt. Solarlampe von Moses. Im Ullstein Verlag ist dieses zauberhafte Buch erschienen von Charlie Mackesy. Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. Ein Geschenkbuch, das sich ganz schlecht kategorisieren lässt. Es ist einfach voller schöner Gedanken, voller wunderschöner, anrührender Illustrationen. Es ist zwischen Lebenshilfe und Philosophie angesiedelt. Es stellt Fragen und gibt Antworten. Es ist ein Geschenkbuch für jeden Menschen, der keinen Stein in der Brust hat. Von Tobias Roth ist bei Galliani dieser große und schwergewichtige Band über die italienische Renaissance erschienen. Eine Epoche, die an Freiheit, Vitalität und Entdeckerdrang alles bisher Dagewesene übertraf. Für historisch Interessierte ist dieser Band sicherlich unverzichtbar und ein großes Vergnügen. Die Welt der Renaissance. In diesem Jahr, in dem man nicht so gut reisen konnte, wie man das gewohnt ist, ist dieser wunderbare Bildband von Martin Weltner Bahnhöfe der Welt erschienen bei Geramond. Hier
gibt es viel zu bestaunen, große, weltbekannte Bahnhöfe, aber auch kleine Provinzstationen. Ein Vergnügen für alle Freunde von Bahnhöfen, von Reisen, von Zügen und vom Träumen in andere Welten. Ein Spielspaß für Kleine und Große, für die ganze Familie, ist das Spiel des Jahres 2020, Pictures. Es geht darum, es gibt Bilderkärtchen, man zieht ein Bildkärtchen und muss dann das Motiv, was auf dieser Karte enthalten ist, mit Materialien nachbauen, so dass die anderen erraten, welches Motiv man gemeint hat. Hier drin enthalten ist eine ganze Menge von Materialien, kleine Steine, Schnüre, Bauklötzchen, alles Mögliche. Man kann das aber auch gut ergänzen durch eigene Dinge, die man hinzufügt. Und das ist ein wirklich kreativer und witziger Spielspaß. Pictures. Dieses Spiel ist im PD Verlag erschienen. Entwickelt haben es Daniela und Christian Stöhr. Im von mir sehr geschätzten Lawrence King Verlag ist dieses Buch erschienen. Mythopädia, die Welt der Fabelwesen und ihrer magischen Geschichten. Texte von Anna Claiborne. Wer sich für Einhörner und andere mythische Wesen, Drachen, Trolle oder was auch immer interessiert, der wird hier sicherlich viel Wissenswertes über all diese Wesen finden. Ein Buch für alle Altersstufen, einfach zum Schauen und Staunen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Informationen zu den Büchern findet ihr in der Beschreibung. Wir freuen uns über Abos, Likes und Kommentare. Gerne darf das Video auch geteilt werden. Bis zum nächsten Mal.